Überraschung, ich bin's schon wieder. Ja, willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Zwitschacker und heute ist es voll Elite. Elite Schokolade Kimberly. Also das heißt natürlich nicht Schokolade, das heißt Elite Chocolate Kimberly, weil es ist nämlich ein englisches Produkt. Es verspricht Milchschokolade, die einen Marshmallow-Keks umhüllt. Ja? Das ist also auch wieder von Marc aus Fuerteventura und der hat uns ja jetzt im vorherigen Video ein Pralinen geschicken wollen. In der gleichen Packung war auch das hier, also in der gleichen Versandverpackung. Und mache ich mal auf, ich hatte übrigens gedacht, weil ich das aufgemacht hatte, als ich das gesehen hatte, das ist so, wie heißt denn das? Cadbury Schokolade, ne? Weil die das so ähnliche Lila haben. Aber das ist von der Firma Bowlands. Bowlands. Kommt mir auch irgendwie bekannt vor, aber ich bin ja nicht der Süßigkeiten-Experte, ich bin ja nur ein einfacher Konsument. Und das ist ein hartnäckig, das kleine Ding. Hossa. So, hinfort. Rauskommen. Guck mal her. Neue Augen für mich. Cool. Elite Chocolate Kimberly. Einzelverpackt in kleinen Tütchen. Riecht da nix. Also die haben die Reise gut überstanden. Besser als die Pralinen vorhin. Und sind also mit Marshmallow. Also das ist Schokolade, die einen Marshmallow-Keks umhüllt hat. Und das sieht man auch in diesen Bildern hier nochmal. Das ist halt so ein, keine Ahnung, wie das ein Keks das ist. Marshmallow-Keks. Na, probier das mal aus, ne? Mhm. Okay. Das ist strange. Das ist strange. Wow. Marc. Also, sehr abgefahren. Der Teig, es ist drei Elemente. Die Schokolade, die eigentlich auch die ganze Süße mitbringt. Dann der Keks selber ist eine Art wie so Lebkuchen, würde ich mal sagen. Würde ich mal so einschätzen. Bisschen bröselig. Innen drin ist so Marshmallow weiche Füllung. Das kann man natürlich jetzt hier nicht sehen, aber auch ein bisschen kann man gekrümmelt. Und nochmal. Das soll man nicht bei einer Autofahrt machen, also das Essen. Nicht Videos machen, sondern Essen. Und weil man soll das ganze Auto ein. Oder ich in meinem Fall mein Set. Das muss man aufs Fingerlicht kriegen hier. Da bist du nicht mehr so am Fahren hier, ne? Und so suchen. Und dann Unfall machen. Also nicht Autofahren dabei. Das ist ein richtig schöner Kaffeekuchen-Keks, sag ich mal. Also nicht vom Fernseher. Nein, ihr sitzt zusammen am Tisch und einer bringt so Kaffeekanne Kaffee mit, Kaffeekanne und Tee mit und dann gibt es dann diesen schönen Keks dabei. Der heißt Elite Chocolate Kimberly. Tada! So, das kriegt man wahrscheinlich nicht nur in Spanien, sondern auch in England. Ich denke mal, dass es ein englisches Produkt ist, ne? Und wenn das nicht so ist, dann kommt aus Irland. Entschuldigung, liebe Irländer, es kommt nicht aus England, sondern aus Irland. Und ja, probiert das mal aus. Wenn ihr mal da seid, schreibt mir in meinen Kommentaren. Und ich wünsche, dass ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Dankeschön und tschüss!